Hallo meine Lieben und willkommen. Ich habe wieder ein interessantes Thema für euch und heute reden wir über eine urbane Legende aus Japan. Und diese Legende geht um die Ukiku-Puppe. Diese Puppe befindet sich in einem japanischen Tempel. Doch anders als andere besessene Puppen tut sie den Menschen kein Leid an. Doch sie hat ein Merkmal, was nicht normal ist. Ihre Haare wachsen, wenn sie geschnitten werden, einfach nach. Ist zwar nichts Gefährliches, aber trotzdem ziemlich gruselig. Laut der Legende gehörte Ukiku einem Mädchen, das an einer Krankheit starb. Das Mädchen wurde nach ihrem Tod verbrannt. Doch nach einiger Zeit bemerkte die Familie des Mädchens, dass die Haare der Puppe anfingen zu wachsen. Sie führten es darauf zurück, dass sie glaubten, dass das kleine Mädchen in die Puppe gefahren war. Als die Familie umzog, überließen sie die Puppe einen Tempel. In diesem Tempel lebt die kleine Ukiku noch immer. Die Mönche dieses Tempels sagen, dass die Haare immer noch wachsen. Doch es gibt noch eine zweite Version dieser urbanen Legende. Diese zweite Version sagt, dass Aikichi Suzuki für seine junge Schwester Kikuko eine traditionelle japanische Okapa-Puppe kaufte. Leider starb Kikuko an einer Erkältung und die Familie bewahrte die Puppe in einen Schrein für ihre Tochter auf. Sie nannten sie Ukiku. Mit der Zeit bemerkte die Familie, dass mit der Puppe etwas Seltsames geschah, denn ihre Haare wurden länger. Die Familie glaubte, dass die Puppe den rastlosen Geist der verstorbenen Tochter besaß. Sie kümmerten sich also um die Puppe, bis man sie in die Obhut des Manenji-Tempels anvertraute. Man kann Ukiku besichtigen, aber man sollte sie nicht fotografieren. Selbst nach ein paar Schnitten durch den Priester des Tempels ist das Haar der Puppe bis über die Knie gewachsen. Die Priester behaupten, Albträume von Ukiku zu haben und Besucher sagen, dass sich der Mund der Puppe langsam öffnet und Milchzähne sprießen. Würde ich schon mal gerne sehen. Also ich glaube, dass er wirklich mal einen Besuch nach Japan wert. Einfach nur diese Puppe zu sehen. Sehr interessant. Was meint ihr denn? Habt ihr schon mal von dieser urbanen Legende gehört? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf das Video einen Like gebt. Und wer es noch nicht gemacht hat, ein Abo dalasst. Und nicht zu vergessen, klickt die Glocke. So verpasst ihr kein weiteres Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!